Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Österreich-Rundfahrt. Heute fahren wir die 5. Etappe von St. Johann nach Sonntagberg. Ich bin ehrlich, das wird heute eine relativ langweilige Etappe. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn man sieht es ja schon am Profil. Es ist nichts dabei. Außer der Hügel am Ende. Da wird sich wahrscheinlich alles entscheiden. Und drum machen wir mal ein bisschen den Simulierertag heute. Im Feld hat man scheinbar ähnliche Ansichten über die Etappe heute. Und bislang greift kein Fahrer an. Sehr, sehr ungewöhnlich. Heute also 224 Kilometer, eine sehr, sehr lange Etappe. Und zu St. Johann, da kann ich euch ja noch eine Geschichte erzählen. Das habe ich letztes Mal gar nicht gemacht, ich weiß gar nicht wieso. Mein Onkel ist früher gerne Jedermannrennen gefahren. Und da gab es eben auch eins in St. Johann. So, jetzt gucken wir aber doch mal kurz. Ich dachte, das wäre eine Attacke aufgrund der Sprintwertung gewesen. Kann natürlich immer auch sein, es kommt ja doch eine. Aber nee, das war wohl eine Attacke, die hier wirklich die Fluchtgruppe bilden will. Sarmiento haben wir hier, aus Kolumbien, aus der Cannondale-Mannschaft. Dann haben wir Chenel aus Argeux-Désert, aus Frankreich. Dann Foggini von der Androni-Mannschaft und Para erneut aus der Mannschaft Caja Rural. Und wir finden jetzt also die 5. Etappe der Österreich-Rundfahrt. St. Johann, wie gesagt, da gab es mal irgendein Radrennen, ich weiß nicht, welches genau hieß. Vielleicht kommentiert ja mein Onkel irgendwann mal den Pro-Cycling-Manager mit. Das wäre ein Traum. Man könnte da vielleicht mehr drüber erzählen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr bergiges Rennen, so wie er mir das erzählt hat. Aber das ist auch schon einige Jahre her, ich weiß gar nicht, ob es das Rennen noch gibt. Heute also, wie gesagt, eine lange, aber eine recht langweilige Etappe, einfach aufgrund des Profils. Es ist weitestgehend flach, klar, es kommen hier nochmal zwei Hügel der 4. Kategorie. Theoretisch könnte man versuchen, da anzugreifen. Aber ob man es bis ins Ziel durchhält, schwierig. Keine Ahnung. Ja, natürlich ein bisschen bitter. Nebenbei läuft die große Tour de France. Und auch wenn diese Folge, also ich nehme diese Folge gerade am 22. Dezember auf, 15 natürlich, um Gottes Willen. So lange ist es jetzt auch nicht her. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Folge wahrscheinlich erst im Februar oder so kommen wird, weil ich einfach viel zu viel im Voraus aufgenommen habe aufgrund der Transferzeit. Die wollte ich unbedingt machen. Von dem her habe ich da wahrscheinlich zu viel aufgenommen. Kann schon sein. Aber ist halt dann so, ne? Naja. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Die Tour de France 2017 im echten Leben startet in Düsseldorf. Wie geil ist das denn bitte? Auf der anderen Seite wurde heute leider auch bekannt, dass die Bayern-Rundfahrt 2016 nicht stattfinden kann. Weil ich sehr traurig finde, denn das war die letzte, wenn auch nur kleinere, Rundfahrt, die es in Deutschland gab. Das ist ein bisschen traurig, finde ich. So, Alter, ey. Flaschentechnisch ist ja heute ganz schön krass. Oder liegt es daran, dass wir die Etappe so heftig simuliert haben? Das kann natürlich auch daran liegen. So, heute geht es natürlich darum, mit Gerdemann in erster Linie keine Zeit auf José Serpa zu verlieren. Aber ich glaube, der fährt hier sogar, der macht hier sogar die Tempoarbeit mit. Würde ich als Teammanager nicht machen, ganz ehrlich. Serpa, also Dritter in der Gesamtwertung, aber es geht scheinbar alles um den Sieg von Ulissi heute, um den Etappensieg. Das ist scheinbar wichtiger als alles für diese Mannschaft. Zwei Fahrer sind zurückgefallen. Aha, ne, es sind sogar mehrere als zwei. Stepaniak ist ja auch zurück. Okay. Naja, 52 Kilometer sind das noch. Vierter ist Linus Gerdemann. Oben rechts sehen wir gerade die Gesamtwertung. 13 Sekunden haben wir Rückstand auf José Serpa. Gleichzeitig sind wir mit Diego Rosa. Haben wir dieselbe Zeit. Das ist natürlich nicht so einfach. Aber es kommt noch ein Zeitfahren und da halte ich Gerdemann für stark genug, um sich vor beide zu schieben in der Gesamtwertung. Das dürfte er schaffen.
So, die letzten 35 Kilometer, komm. Da kann man ruhig mal das Tempo ein bisschen ruhiger machen, auch wenn die Etappe heute echt langweilig ist. Und es wird natürlich dauern bis zum Hügel am Ende. Wir können uns hier gerade mal die Kamera anschauen. So sieht das Ganze also aus. Ja, ist halt so, ne? Ist halt so. Und verschiedene Mannschaften versuchen, die Ausreißer einzuholen. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass die Kacher-Rural-Mannschaft versucht, die Ausreißer einzuholen. Während hier vorne Para versucht, das Feld auf Abstand zu halten. Man fährt sich also gegenseitig müde. Sehr, sehr komische Stallorder, muss man sagen. Lampre macht natürlich das Tempo mit Pfalz, mit Simolai unter anderem. Unter anderem vielmehr. Ja, und Gerdemann, der hält sich hier so ein bisschen aus der Entbeistellung. Bald geht's natürlich los. Bald kommt dieser letzte Anstieg. Hier sehen wir das Profil und der Anstieg, der sieht schon knackig aus, muss man einfach so sagen. Aber das sieht nicht so aus, als wäre der von schlechten Eltern. Hier vorne haben wir die vier Ausreißer, die weiterhin kämpfen um ihre Chance. 2 Minuten 46. Ja, das sieht sogar ganz okay aus. Und die erste Attacke gibt. Sarmiento greift an aus der Cannondale-Mannschaft. Para versucht mitzufahren. Aber Fuccini und Chanel lassen sie erstmal nicht weg, jagen ihnen jetzt hinterher. Und Para greift an. 20 Kilometer Marke ist zwar erreicht, ja doch, das könnte sie auch sein. Para und Sarmiento jetzt an der Spitze, aber die anderen beiden kommen nochmal ran. Para greift nochmal an. Eigentlich ganz cool, mal ein Rennen aus der Sicht zu fahren, ne? Sieht doch ganz anders aus. Sarmiento greift jetzt an. Sieht so aus, als könnte er sich absetzen. Aber Chanel und Fuccini versuchen dann ihn natürlich hinterher zu fahren. Oh, jetzt wackelt er auch schon so ein bisschen mit dem Oberkörper. Klares Zeichen dafür, dass es anstrengend wird. Und nochmal Para. Den versucht Ivan Para zu sagen, aber das war natürlich ein anderer. Der damalige Cofidis-Fahrer. Hier vorne richtig viel Bewegung. Aber natürlich, wenn sie so weitermachen, dann fahren sie sich gegenseitig müde. Fuccini und Chanel, die werden am meisten Kräfte jetzt noch übrig haben, denn die haben nicht die ganze Zeit angegriffen. Sarmiento, schon wieder versucht das. Sarmiento vielmehr, Entschuldigung. Jetzt gibt es bestimmt wieder Leute, die den Typen richtig aussprechen können und die dann sagen, ey Fritte, ey, du bist so schlecht, Mann. Ich schäme mich so, dein Let's Play zu gucken. Was auch absolut richtig ist. Da kann man sich schon für schämen. Nee, Quatsch. Ja, sie kämpfen um den Sieg, ne? 12,5 Kilometer sind es noch für uns. Sie sind 2 Minuten 33 weiter vorne, also haben eine durchaus realistische Chance. Luis Leon Sanchez sehen wir hier, natürlich seine Mannschaft Caja Rural macht für ihn das Tempo, ganz klar. So, letzten 10 Kilometer sind erreicht. Gleich geht es in diesen Aufstieg, in diesen Anstieg hinein. Wir fahren schon mal noch ein bisschen nach vorne. So ungefähr, so passt das. Genau, schön vor Ulizi setzen. Das sieht doch gut aus. Und dann gucken wir mal. Rosa ist bestimmt auch nicht weit. Hier haben wir ihn. Diego Rosa. Und wir gucken mal. 6 Kilometer sind es noch. Wie sieht es da vorne aus? Die vier sind immer noch zusammen oder sind wieder zusammen. Und fahren jetzt schon in den Hügel hinein. 4 Kilometer vor dem Ziel. Hier hinten Gerdemann. Jetzt sind sie auch im Hügel drin, zumindest schon mal anfangsweise. Jacoventa passt auf ihn auf. Nach wie vor, wie eh und je. Wir können uns jetzt leider nicht mehr auf die da vorne konzentrieren. So spannend das Rennen um den Tagessieg vielleicht sein mag. Und jetzt greift Luis Leon Sanchez an. Luis Leon Sanchez greift an und natürlich müssen wir schauen, dass wir da irgendwie hinterherkommen. Aber nee. Er hat es schon wieder sein lassen. Diego Rosa greift an. Diego Rosa greift an und da sollten wir hinterher. Venta, ich weiß, es ist gut gemeint von dir, aber es hilft gerade nicht, wenn du uns vor der Nase umfährst. Chavez geht mit, Moser geht mit, Sanchez und Ulissi fahren mit. Serpa versucht uns hinterher zu fahren. Jetzt nochmal die Attacke von Gerdemann. Oh, Ciolek kommt hier bislang sehr, sehr gut mit. Gerdemann, Ciolek, man muss jetzt mehr Gas geben. Oh,
Und Gerdemann gibt hier jetzt richtig Gas, aber wir werden Zeit auf Rosa verlieren. Wir werden Zeit auf Rosa wahrscheinlich verlieren, wenn er nicht gleich einbricht. Ist aber auch noch drin. Gerdemann rollt jetzt übers... Ja, wir haben ein bisschen Zeit verloren. Ja, war eigentlich ziemlich sinnlos, dass wir damit Geolek noch hochgeheizt sind. Mein 10. Platz, okay, schön und gut, aber naja. So, wir gucken uns gleich die Ergebnisse an des Tages. Diego Lisi gewinnt im gelben Trikot. An ihm ist heute kein Vorbeikommen. Beziehungsweise während der ganzen Österreich-Rundfahrt nicht. Diego Lisi von Lampre gewinnt. Zweiter wird Moreno Moser. Wir können uns also freuen. Nächstes Jahr bei uns im Team. Dritter Chanel, dann Chavez, Sanchez, Fuccini, Rosa, Gerdemann, Gasthauer und Ciolek. Dann haben wir eine Gesamtwertung. Ulissi baut seinen Vorsprung weiter aus. Gefolgt von Chavez, dann Rosa, Serpa und Gerdemann. Jetzt sind es 20 Sekunden auf Rosa. Das ist schon ein bisschen mehr. Falz, Längen, Moser ist jetzt 8. Bennett 9. Somiao 10. Kudus rutscht aus den Top 10. In der Punktewertung führt Ulissi vor Chavez und Serpa. Sieht doch so aus, als würde er die Wertung gewinnen. In der Bergwertung führt er jetzt ebenfalls wieder vor Mohoric und Chavez. De Velde ist dort auf Rang 6. In der Nachwuchsfahrerwertung rutscht Kudus auf Rang 7 zurück, De Velde auf Rang 9. Ulissi führt vor Chavez und Rosa. Und in der Teamwertung führt Lampre weiterhin vor Cannondale und MTL Kubica. Gut. Spannende Zielankunft. Leider konnten wir nicht viel ausrichten im Kampf um, ja, um alles. 6. Etappe dann flach, 7. Etappe das Zeitfahren, 8. Etappe nochmal flach. Also nochmal alle Chancen offen für uns. Nächste Etappe was Gutes für Ciolek. Die übernächste dann die Chance für Gerdemann, diese 20 Sekunden noch aufzuholen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge des Pro Cycling Managers. Bis dann!